Die Geistes- und Kulturwissenschaften erleben durch die digitale Transformation einen grundlegenden Wandel. Was in den 50er Jahren als Computerlinguistik begonnen hat, bietet heute den digitalen Geisteswissenschaften oder auch Digital Humanities neue Perspektiven. Virtuelle Forschungsumgebungen ermöglichen es uns gleichzeitig, zeit- und ortsunabhängig an einem Objekt, an einer historischen Quelle zu arbeiten. Was mir persönlich als Medievistin auch ganz besonders gefällt, ist, dass wir das kulturelle Erbe in einer ganz neuen Verfügbarkeit haben. Es sind sozusagen wissenschaftliche Gedächtnisse dadurch entstanden, die nun mit neuen Methoden analysiert werden können. Ein weiterer Aspekt des digitalen Forschens ist die große Transparenz und die Möglichkeit, auch die Forschungsergebnisse sehr schnell an die Öffentlichkeit zu bringen. Digital Humanities. Geisteswissenschaftliche Fragestellungen mithilfe IT-gestützter Methoden lösen. Aber wie können digitale Technologien der Vielfalt geisteswissenschaftlicher Disziplinen, ihren verschiedenen Arbeitsmethoden und Forschungsfragen gerecht werden? Wie funktionieren Digital Humanities im wissenschaftlichen Alltag? Und wo liegen die Vorteile? Seit vielen Jahren wird unser kulturelles Erbe Stück für Stück digital erschlossen. Millionenfach werden Forschungsobjekte gescannt und standardisiert beschrieben. Das Ziel, wissenschaftliche Sammlungen erstmals systematisch und miteinander vernetzt online und für jeden zugänglich zur Verfügung zu stellen. Was dadurch möglich wird, zeigt beispielsweise eine Forschergruppe, die auf Grundlage sämtlicher verfügbarer Maya-Hieroglyphentexte ein umfassendes digitales Wörterbuch der klassischen Maya-Sprache erstellt. Unsere Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus Sprachwissenschaftlern, aus Archäologen, aus Computerfachleuten, die über verschiedene Orte in Deutschland verteilt sind. Und gleichzeitig arbeiten wir eben auch mit Archäologen zusammen, die in Mexiko und in Guatemala arbeiten, also vor Ort. Und um diese Vernetzung zu ermöglichen, brauchen wir auch eine Plattform, die uns die Kommunikation oder das gleichzeitige Arbeiten an den Daten ermöglicht. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es verlässliche digitale Forschungsinfrastrukturen. Die Abteilung Forschung und Entwicklung an der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen koordiniert seit über 10 Jahren große fächerübergreifende Digital Humanities Verbundprojekte. Also TextRIT hatte 2004 das Ziel, die digitalen Editionswissenschaften zu unterstützen und dafür eine virtuelle Forschungsumgebung zu entwickeln, ohne dass wir das damals Digital Humanities genannt haben. Konsequenterweise hat sich daraus dann so etwas wie DARIA entwickelt, wo es darum geht, auch andere Forschungsfragestellungen oder auch andere Fachdisziplinen zu unterstützen, wie zum Beispiel die Judaistik oder die Musikwissenschaft. Mithilfe digitaler Werkzeuge können Musikwissenschaftler beispielsweise Noten mit ihren editorischen Besonderheiten darstellen. Das schafft völlig neue Möglichkeiten der Analyse und Interpretation musikwissenschaftlicher Quellen, etwa wenn Überlieferungsvarianten einer Freischützpartitur miteinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Es fallen plötzlich Grenzen. Also wenn wir als Editoren uns mit einem Werk beschäftigt haben bisher, fangen wir plötzlich an, auch auf die anderen Werke zu schauen und integrieren die in größere Zusammenhänge. Wir schauen auch auf andere Komponisten, wir können Daten anderer Editionen mit übernehmen. Und ich denke, es ist auch ein Fallen der Grenzen zu anderen Fächern hin. Es beginnt plötzlich ein Zusammenarbeiten auf sehr viel größerer Basis und dadurch stellen sich neue Fragen und man kann ganz andere Ziele erreichen und ganz andere Dinge anpacken. So auch im Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte in Essen. Hier ist man spezialisiert auf die Erforschung von Inschriften jüdischer Grabmale. Was für uns auch ganz wichtig ist in unserer täglichen Arbeit, dass die Tools und Werkzeuge, die die digitale Infrastruktur Bidaria bereitstellt, uns es ermöglicht, unsere Daten in der Zusammenschau zu sehen. Der Geobrowser ermöglicht uns zum Beispiel, 27.000 Daten
in ihrer zeitlichen und räumlichen Verteilung zu betrachten und zu untersuchen. Die spezifischen Werkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Fachwissenschaftlern im Rahmen der Infrastrukturprojekte entwickelt und bereitgestellt. Für den Aufbau und den Betrieb von digitalen Forschungsinfrastrukturen sind wissenschaftliche Bibliotheken prädestiniert. Sie unterstützen den gesamten geisteswissenschaftlichen Forschungsprozess. Indem wir die Forschungsinfrastruktur stärker ausbauen, die umfangreichen Textkorpora und Bildkorpora, die wir heute schon haben, aber auch andere Datentypen noch einfacher zur Verfügung stellen, sodass sie in Projekten, in der Forschung, im Forschungsalltag verwendet werden können. Und eben diese Ziele möchten wir auch viel stärker in der Lehre verfolgen. Die Studenten sollen den Umgang mit solchen Techniken frühzeitig im Rahmen ihres geisteswissenschaftlichen Studiums erlernen. Denn in der Arbeitswelt werden sie überall mit digitalen Methoden konfrontiert sein. Und dafür müssen sie professionell vorbereitet sein, damit sie mit diesen Dingen umgehen können. Das Interesse des wissenschaftlichen Nachwuchses an Digital Humanities ist groß und trifft auf ein umfangreiches Studienangebot, verteilt in ganz Deutschland. Ja, die Hochschullandschaft in den Digital Humanities ist sehr, sehr lebendig. Da tut sich gerade sehr viel. Es gibt einige Standorte, wo Digital Humanities schon etabliert sind. Und sehr viele Universitäten bilden aber jetzt neue Studiengänge, richten neue Professuren ein, sodass da also gerade wirklich eine sehr lebendige Digital Humanities-Landschaft entsteht. Und dies spiegelt sich auch in einer aktiven Community wider. Hier findet ein weltweiter offener Austausch statt. Quer durch alle Fachrichtungen, zwischen erfahrenen Forschern und experimentierfreudigem wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Digital Humanities sind bunt, vielfältig und ständig in Bewegung. Längst schon haben sie ihren Platz in den Geisteswissenschaften gefunden und inspirieren zu neuen Fragestellungen, Herangehensweisen und Entdeckungen. Die Zukunft wird zeigen, welche Erkenntnisse sie für uns weiterhin bereithalten.